Gar nicht so übel hier, oder? Oh Mensch, da ist ja noch einer. Wie viele von denen sind denn das? Aber der, der jetzt alleine nach vorne geht, den holen wir uns auch noch. Das meiste aus dem Schutt hier haben sich andere schon geholt. Du lernst mich gleich. Ich kümmere mich darum. Ich mach das. Verschissener Bastard! Verschissener Bastard! Arschkeks. So, nochmal speichern. Den hatten wir, glaube ich, schon ausgeraubt hier, ja. Okay. Erstmal wieder meine Munition aufladen. War's das jetzt? Oben ist noch einer. Wissen und Technik sind die Zukunft der Menschheit. Wozu sollten wir uns verseuchen, wenn wir mit unseren Händen Großes schaffen können? Das sagt euch Herbert aus dem Orbit. Oder ist das der gewesen? Das ist der gewesen. Na. So, jetzt ist aber gut hier. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Was denn? Wir haben die doch schon ausgeschaltet. Aha.
zu sein. Ich bin nicht gut genug. Okay. Wir haben einen Zünder erhalten. Das hat nichts Gutes zu bedeuten. Jedenfalls ist jetzt der Teleporter hier oben safe. Hier sollte mal jemand aufräumen. Wir räumen jetzt mal da hinten am anderen Ende auf. Das werden ja entweder Kleriker sein oder weitere von diesen Banditen. Und die wollen natürlich den Staudamm in die Luft jagen. Ach, guck mal, da unten ist auch noch das Kraftwerksgebäude. Hier könnte man verweilen. Hör mal, ich sehe doch, dass da ein Trank steht. Wieso kann ich diesen Trank denn nicht nehmen? Oder? Albert und Egon. Ein Kämpfer aus Edan. Das ist ja eine Überraschung. Auch wenn mir nicht gefällt, was ihr mit eurer Elex-Magie tut. Unsere Magie basiert auf Mana, nicht auf Elex. Ach, ihr macht da einen Unterschied? Solange sie Banditen töten kann, ist es mir egal. Aber wir haben gerade ganz andere Sorgen. Sag, was willst du von mir? Wieso seid ihr hier? Unsere Mission ist es, Abessa zu überwachen. Wie du vielleicht weißt, gibt es nicht sehr viele Kleriker. Wir müssen diesen Krieg durch Klugheit gewinnen. Falls die Alps in Abessa mobil machen sollten, sind wir diejenigen, die sie hinwegspülen werden. Was meinst du mit wegspülen? Wenn es hart auf hart kommt, werden wir diesen Damm sprengen. Und das Wasser wird mit der geballten Kraft von Kalans Faust die Alps treffen und nichts von ihnen übrig lassen. Dabei könnten Unschuldige sterben. Dann war es Kalans Wille. Wir dürfen uns keine Schwäche erlauben. Bevor Ignadon fällt, muss uns jedes Mittel recht sein. So hart diese Entscheidung auch sein mag. Ihr habt Probleme mit Banditen? Wie ich dir bereits erzählt habe, sind wir hier, um den Damm zu sprengen, wenn es nötig wird. Aber da kein Mensch so eine schwere Entscheidung alleine treffen darf, gibt es zwei Zünder für die Bomben. Und da liegt das Problem. Einen der Zünder haben wir und den anderen haben diese verdammten Banditen. Den Damm sprengen? Du willst doch wohl nicht die Outlaws arbeitslos machen. Ich kann deine gute Laune nicht teilen. Die Lage ist bitter ernst. Wieso haben die Banditen einen eurer Zünder? Leider wurden wir von ihnen überrascht und mussten fliehen. Den Zünder haben wir vergessen. Vergessen? Ich habe ihn auf dem Tisch liegen lassen.
Aber seien wir mal ehrlich, das Ding wird nie angefasst. Da kann es schon mal passieren, dass man nicht dran denkt. Das wäre Egon auch passiert. Naja, wenigstens können sie die Bombe nicht zünden ohne den anderen Zünder. Also haben wir genug Zeit, uns zu überlegen, wie wir die Banditen jetzt wieder aus unserer Tankstelle vertrieben bekommen. Was bekomme ich dafür, wenn ich euch helfe? Ein gutes Gewissen, etwas für die Sicherheit der freien Menschen getan zu haben. Aber wenn du wirklich etwas haben willst, dann kannst du von mir aus die Tankstelle und die Leichen der Banditen plündern, wenn wir mit ihnen fertig sind. Das ist alles? Ich bin sicher, die haben sich schon so einiges unter den Nagel gerissen. Bei denen brauchst du keine Angst haben, dass du leer ausgehen könntest. Ich werde dafür sorgen, dass die Banditen verschwinden. Das ist glatter Selbstmord. Aber du hast Glück. Wir wollten sowieso gerade einen Angriff starten. Wenn du möchtest, kannst du dich uns anschließen. Ich halte das für keine gute Idee. Du willst also unbedingt sterben, ja? Dann renn mal in dein Verderben. Wir werden dann mit den Banditen aufräumen, wenn sie dich erledigt haben. Ich wünsche dir trotzdem viel Erfolg. Wenn du nicht zurückkommst, wissen wir ja, was passiert ist. Die Banditen sind alle tot. Kalan scheint heute auf unserer Seite zu sein. Wir werden sofort eine Nachricht nach Ignadon schicken, damit sie uns Verstärkung schicken. So etwas darf nie wieder passieren. Wenn du möchtest, dann darfst du alles behalten, was du bei den Banditen finden kannst. Wir haben dafür keine Verwendung. Gebe ich ihm den Zünder oder lasse ich es sein? Ich habe den Zünder gefunden. Und da hast du ihn eingesteckt? Ja, hier ist er. Danke. Aber du hättest ihn auch einfach liegen lassen können. Was soll ich jetzt mit dem Ding? Du solltest ihn verstecken. Vielleicht hast du recht. Ich werde ihn auf jeden Fall erstmal bei mir behalten. Oh, da kommen weitere. Sind das Banditen oder sind das eure Jungs? Warum tragen die alle diesen lächerlichen Kriegshammer? Der sieht einfach scheiße aus. Kleriker. Es kommt nicht oft vor, dass man hier andere Menschen trifft. Dann erzähl mal. Aus welcher Richtung kommst du? Aus Abessa oder Ignadon? Also der Typ hier kommt definitiv aus der Klapse, sonst zappelt er nicht so rum. Keins von beidem. Was? Hör mal zu, Freundchen. Verarschen kann ich mich alleine. Hinter uns liegt Ignadon und vor uns Abessa. Es gibt keine anderen Wege hier. Also, ich frage dich noch einmal. Aus welcher Richtung kommst du? Abessa oder Ignadon? Aus Abessa. Wirklich? Hast du auf deiner Wanderung hierher zufällig einen Suggestor namens Rainer getroffen, der neue Rekruten akquiriert? Wir brauchen hier dringend Verstärkung. Und er hat uns versprochen, den nächsten Anwärter zu uns zu bringen. Aber das ist gefühlt schon einen ganzen Zyklus her und er hat nichts mehr von sich hören lassen. Also, hast du Rainer gesehen? Nein. Habe ich auch nicht wirklich erwartet. Aber Fragen kostet ja bekanntlich nichts. Wolltest du etwas Bestimmtes von mir? Alter. So, wir gucken jetzt da runter vom Staudamm. Und gucken, ob wir hier und hier und hier noch irgendwas finden. Und dann hier und dann da. Mal schauen. Teleporter sind halt interessant, dass man hin und her reisen kann. Also. Nee, so. Geronimo! Das hat mir jetzt wehgetan. Das ist ja super. Oh, hör mal auf zu zappeln. Geht's mir um den Sack.
darin wohl erwartet. Scheißhaus, ich hau ab. Das war wohl nichts. Ich verstehe das echt nicht, ne? Das war wohl nichts. Nützt mir das, wenn ich die drei hochkriege hier und dann fallen die eh wieder runter. So. Nee, auch nicht. Ach, das verstehe ich nicht, Alter. Leck mich doch am Arsch. Scheiße, scheiße. Komplette Überlastung aller Systeme. Autoabschaltung hat schon begonnen. Mist. Dann muss ich wohl selber raus, um alles klar zu machen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Geschichte. Scheiß drauf, wir gehen hier weiter.